willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mauer, Etage und mehr. Ich hatte es euch ja versprochen. Sonntag kommt ein Quasselvideo. Ja, ich wollte damit schon viel eher anfangen, aber, ich war noch irgendwo. Ne? Ich war noch irgendwo. Naja. Ihr könnt es euch schon denken, es ist Ende des Monats und ich hatte es ganz vergessen, was da ist, nämlich Flohmarkt. Also habe ich den Bernd angeschrieben und gefragt, ob er da ist. Und er sagte mir, klar, war schon Sonnabend. Und ich, ja, muss wohl einiges verpasst haben, denn es war anscheinend auch einiges da. Aber da ich sowieso keine Kohle dafür hatte, wäre das eh nicht sinnvoll gewesen, auf den Flohmarkt zu gehen. Nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem, mich auf den Weg zum Flohmarkt heute begeben, heute früh um 7, weil ich wollte noch etwas versuchen zu tauschen. Na, ich hatte mit die eine schwarze Lok, die Tanzas, na, dann hatte ich mit diesem Quietsche-Quietsche-Triebzug, den kennt ihr ja, das Unikat und dann noch so ein, ja, iPad, das ich ja nicht gebrauchen könnte. Es hat funktioniert, aber letztendlich hat es mir nicht genützt. Ne? Weil ihr wisst ja, wie das ist. Aktuelle Version, aktuelle Software, alte Software, altes Gerät. Und da geht dann fast gar nichts mehr. Und das habe ich festgestellt und dann dachte ich mir, nee, fort. Ich wollte es erst bei kleinen Zeiten reintun, aber soll er mit dem Flohmarkt genommen. Ja, so einfach ist das. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Am Anfang war es noch ganz ruhig, aber, ich zuckte noch mein Ohr, Entschuldigung, ich war nämlich gerade in der Wanne. Ich wollte mich noch ein bisschen schick machen, bevor ich mich vor der Kamera setze. Ich habe ausgesehen wie so ein Yeti. Und dachte mir, bevor ich mich ja, meinen Fans präsentiere, da sollst du wenigstens ein bisschen ordentlich aussehen. Ne? Und genau deswegen war ich noch in der Wanne. Naja, jedenfalls war ich auf dem Flohmarkt und war beim Bernd am Stand, habe mein Zeichen gelegt, bin über den Flohmarkt geschlendert und habe geguckt. War nicht mehr viel mit Modellwein. Ja, die meisten haben sich nämlich von dannen gemacht, denn gestern war ja, naja, sagen wir mal, nicht so schönes Wetter am Anfang. Es hat ja ziemlich stark geregnet am Anfang. So gegen Mittag hat es dann aufgehört und es wurde dann wieder einigermaßen okay. Aber bis dahin waren wir schon viele verschwunden. Naja, heute hingegen ist das Wetter Bombe. Schon wieder zu warm, muss ich sagen. Und dementsprechend hat sich auch der Flohmarkt gefüllt. Richtig heftig. Gegen Mittag war kein Durchkommen mehr. So viele Menschenmassen hast du noch nicht gesehen. Wahnsinn. Und die sind gelaufen, als ob sie alle besoffen wären. Die sind bald über den Haufen gerannt. Du konntest an keinen Stand gucken, weil ständig irgendjemand dir in der Quere und hat dich weggeschoben und geschubbt. Und ich sag, ja komm, vergiss es. Bin schon unter Rücken der Halle. Und dachte mir, dein Zeug will anscheinend keiner. Hat schon keiner dafür interessiert. Keine Sau. Das iPad am Schloss gekriegt. Also ein Türkenstand. Ne? Bin ich hin, sagt hier, kaufst du ran? Was kaufen? Hast du was verkaufen? Sag ja, iPad, zahlen. Hat nicht lange diskutiert, Fuffi gekriegt, Feierabend. Tschüss. Habt ihr was zu fressen holen? Entschuldigung, was zu essen holen? Ja, mehr war das Ding noch nicht mehr wert gewesen sein. Was ist denn so iPad heutzutage noch wert? Pff, nicht mehr. Egal. Ist jetzt weg. Und dann habe ich mir dann was zu essen gegönnt. Und da kam die Frau von Bernd und meinte, da hinten ist noch jemand hier, der hat auch Eisenbahn schon gesehen. Ist der Bernd hingestiefelt, kam wieder zurück und meinte, das ist der Posten, den ich auch nehmen wollte, aber das ist nicht gescheit dabei. Da dachte ich mir, vielleicht tauscht er ja. Bin ich hin, habe erstmal geguckt, was der hat. Und naja, Standardprogramm. Ein paar Dampfloks,
Rheingold, einen TEE ohne Kupplung mit einem kaputten Drehgestell, ein Buckelrestaurant hat er gehabt von Arnold und ein bisschen anderes Zeug. Ja, und als ich das so gekramt habe, da kam zum Vorschein eine sehr bekannte deutsche Reisbahnlok und ich dachte mir, die sieht doch noch ganz vernünftig aus. Tun sie auch tauschen? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja froh, wenn ich das ja los bin. Sag ja, aber ich habe eine sehr, sehr gute Kato-Lok. Kato. Habe ich schon mal gehört. Ja, dann habe ich es gezeigt und abgetauscht. Und dafür zum Dank, dass er mit mir getauscht hat, habe ich ihm dann ein bisschen was erklärt, denn er scheint sich mit Modellbahn überhaupt nicht ausgekannt zu haben. Zumindest nicht mit Spuren. Er wollte es viel zu billig abgeben, habe ich mal erklärt. Da macht er hier so ein T-Rheingold-Set. Also Rheingold-Set, nicht TEE-Set, sondern Rheingold-Set. Also vielleicht mal ein Rheingoldwagen und dann die 103 dazu, die passende. Und das hat er dann komplett angeboten. Dann habe ich noch gesehen, da hat er noch einen Dampflok gehabt, ohne Verpackung, so eine Reichsbahn-Dampflok, eine Kriegslok. Und da hat er die passenden Wagen noch dazu gehabt. Er sagt, hier, da kannst du Unset draus machen. Nimmst du die Lok, die 5 Wagen und dann kannst du das als Kriegszug anbieten. Ja, ja, bist schon. Drittes Reich. Und dann hat er noch verschiedene andere Loks gehabt, aber alles so Standardzeug. Ja, und dann bin ich wieder gegangen. Und das war's. Die anderen beiden Sachen habe ich nicht losgelöst. Tja, und was ist es nur von der Lok, die ich mir ergattert habe im Tausch? Die hier kennt ihr ja schon. Ne? Und die ist jetzt dazugekommen. Ja, es ist eine 119. Und ich denke, der Tausch war fair. Ich hoffe, dass er fährt. Das Ähnliche, was halt nicht dran ist, ist eine Kupplung. Aber ehrlich gesagt, die kann man da einsetzen. Ne? Ich habe schon eine Idee. Da werde ich nämlich eine kleine Magnetkupplung einbauen. Wenn ich mal hier zum Beispiel die 3 Reko-Wagen fahren lasse, dann mache ich einfach die Magnetkupplung dran. Dann kann ich die Reko-Wagen gleich mit der Magnetkupplung dran machen. Da Max hat mir ja auch Hammerkupplung zugeschickt. Ne? Diese alten Kupplung, die man dann auch umrüsten kann. Also alte Wagen umrüsten kann. Oder eben wie hier die 119. Also habe ich jetzt 2. Ja, könnte man eine Doppeltraktion machen. Gab es das überhaupt? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob es das gab, 119 Doppeltraktion. Das war wirklich nur eine Personenzuglok oder war es eine Universallok? Keine Ahnung. War aber ein fairer Tausch. So, bin ich so zum Bernd entstand und da meinte er dann plötzlich, ich habe da noch was für dich. Für 5 Euro kannst du es mitnehmen. Ja, was denn? So ein kleiner Bahnhof. So, okay, ein kleiner Bahnhof. Ich habe da schon einen Bahnhof, was willst du mit dem Bahnhof? Aber als ich den Bahnhof gesehen habe, Leute, dachte ich mir, der ist aber schön. Ne? Und da dachte ich mir, könntest du dann, wenn du den Knick da hinten rausgemacht hast, etwas größeren Bahnhof hin basteln. Ne? Und jetzt zeige ich euch den Bahnhof mal für 5 Euro, den ich mitgenommen habe von da. Das ist der hier. Moritzburg. Ne? Die Figuren, die habe ich dran gemacht. Mal gucken. Ne? Der war ein bisschen leblos, also habe ich den ein bisschen belebt. Mit ein paar Figuren. Von mir. Aber alles andere, das war schon dran. Und der sieht ja noch top aus. Ne? Und für 5 Euro kann man nicht meckern. Schöner großer Bahnhof. Ja, ich weiß, dass es den Bahnhof in echt nicht gibt. Moritzburg gibt's. Aber der Moritzburger Bahnhof sieht etwas anders aus, denn da fährt nämlich die Schmalspurbahn. Von der Lösnich-Grundbahn. Prima. Aber trotzdem werde ich den versuchen, dann dorthin zu basteln, wo jetzt der andere Bahnhof ist. Denn wenn der Knick nämlich weg ist, kann ich den dann hinsetzen. So sieht's aus. Ja. Mehr ist da nicht gewesen. Ich habe vieles gesehen, vor allen Dingen H0 war sehr viel da. Aber N nicht. Also da war einer, der hat viele deutsche Reichsbahnloks Tiger-Trommel mit Sound, digital, 120 Euro. Ludmilla mit Sound, digital, 130 Euro. Verschiedene Güterwagen, Porsche 5, 6, hier, Jet, ja, diese großen Kesselwagen,
Rungwagen, Autotransportwagen, dann Personenwagen, Interregiowagen, was weiß ich, alles mögliche. Aber in N? Eine Zahnradbahn. Na klasse, was soll ich denn damit? Ja, und gestern aber, da hatte mein Lieblingshändler, mit dem ich damals ja die Sachen getauscht habe, ist dann nachher die Foslo G2000 und die anderen Geschichten, die rote Holzrollerlok, die jetzt auch im Einsatz war, wird alles getauscht mit dem. Der hatte gestern noch unheimlich viel N, aber dann kam wieder das berühmte Pärchen, dieses Händlerpärchen, und hat alles abgegriffen. Und wisst ihr, wie viel die bezahlt haben dafür? 260 Euro. Von dem kompletten VD 175, kein Scherz, dann dreimal Kato-Triebzüge und, jetzt haltet euch fest, von den Talgo. Oder Tango, oder wie das komische Nachtzugteilehaus, das blaue da, von Minitrix. Ich dachte nur, was ist das Geld? Der hat es auch mitgenommen. Ich hätte es eh nicht gehabt. Also was soll's. Aber das hätte ich ja tauschen können. Ne? Es waren noch viele andere Händler noch da, die Modellbahn hatten, aber draußen fast gar nicht wegen dem Sauwetter. Also in der Halle war einiges los, aber draußen halt nicht. Fast nicht. Ist ja klar, war ja Scherzwetter. So gut, das war das. Also wisst ihr jetzt Bescheid, wenn es ein bisschen später geworden ist und wenn das dann hochgeladen ist, denke ich mal, ist es so 23 Uhr, vielleicht auch schon drüber. Aber es tut mir leid, Leute, das war nicht geplant. Ich war bis kurz vor 13 Uhr war ich dort. Wir haben es 15 Uhr, ich war dann noch in der Wanne, weil ich mich noch ein bisschen schön machen wollte oder was gesagt, aufhübschen wollte. Denn ich habe ja morgen auch einen wichtigen Termin. Ich habe zwar jetzt Urlaub, aber trotzdem ist das nicht, dass ich noch rumgammeln tue. Ich werde morgen aufs Bürgeramt gehen, meinen Ausweis erstmal wieder in Ordnung bringen lassen, weil der ist abgelaufen gewesen. Dann werde ich mich um verschiedene andere Dinge kümmern. Dann wollte noch der Kumpel kommen, um die Sattelstange zu installieren, die gefährderne. Damit ich auch am Mittwoch, wenn ich dann auf Tour gehe, auf große Tour, auch ein ordentliches Fahrrad habe. Es ist ein ordentliches Fahrrad, aber damit ich halt gepolsterten Hintern habe, wenn man hier Schlagloch kommt oder so. Ne? Ja. Und das wäre dann eigentlich das nächste Thema. Nämlich, was passiert denn nächste Woche? Wie schon gesagt, Montag, Behördengang. Dienstag, da werde ich mich vorbereiten auf meine Tour. Und Mittwoch geht es dann auf die Tour. Es geht bei Zeiten los, früh um 5 Uhr. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das jetzt genau mache mit der Fahrt. Es gibt zwei Varianten. Die eine Variante geht über Wittenberg, also Lutherstadt-Wittenberg. Und die andere Variante, die geht über Cottbus. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du früh um 5 Uhr fährst und bist um 6 Uhr am Hauptbahnhof, könnte es sein, dass der Cottbuser etwas leerer ist? Ne? Könnte sein. Könnte natürlich sein, dass er so voll ist. Und dann stehst du dann da. Hättest du mal über die andere Variante genommen. Aber die andere Variante ist auch nicht besser. Das Problem ist nämlich, dass du da fast 5 Stunden fährst. Eine Stunde erstmal bis Lutherstadt-Wittenberg und dann noch einmal 4 Stunden bis dahin, wo ich hin will. Na, ich verrate ja nicht alles, ja klar. Ich kann euch sagen, es geht nach Cottbus und dann geht es auch noch weiter. Weiter. Ja. Jetzt ist natürlich folgendes Problem. In der App steht drin, dass ein bestimmter Abschnitt gesperrt war. Also vorige Woche stand es noch drin. Da habe ich mir überlegt, das Stück kannst du überbrücken mit dem Fahrrad. Okay? Der eine Teil von Cottbus bis zu dieser Stadt, wo ich dann wieder mit dem Zugstückchen fahren muss, das wären 13 Kilometer gewesen. Na? Kein Problem. Jetzt haben die das aber geändert. Jetzt kannst du von Cottbus bis zu dieser Stadt fahren. Aber der Abschnitt von dieser Stadt bis zu meinem Ziel, der ist jetzt auf einmal gesperrt gewesen. Hä? Das sind aber dann 23 Kilometer. Und da sage ich, nee, das tut mir leid. Das ist mir einfach mit dem Fahrrad zu viel. Dann habe ich wegen der zweiten Variante geguckt. Wie über Berlin Hauptbahnhof, Frankfurt-Oder und dann Bayern in die Richtung.
da wo ich hin will. Aber wie gesagt, da fährst du mit der Kirche ums Dorf und man weiß eben nicht, wenn ich dann in Berlin tief ankomme und dann zu dem anderen RE wechsle, ob der dann auch leer ist. Na? Ihr wisst ja, was derzeit los ist. 9-Euro-Ticket. Ich möchte aber nicht bis nächsten Monat warten, dass ich den mal besuchen kann. Das ist ja scheiße. Deswegen werde ich vermutlich das Risiko eingehen und die Cottbus-Variante nehmen. Denn in der App steht jetzt drin, dass man wieder die Strecke voll befahren kann. Ja? Also ist kein Problem. Aber ob das natürlich dann der Fall ist, denn ich könnte nicht mehr umkehren. Das ist das Problem. Ich könnte dann von Cottbus aus nach Frankfurt oder fahren. Aber da fahre ich ja noch weiter um die Kirchensdorf. Ja? Dann kann man nur hoffen, dass alles gut geht. Was ich da genau alles erlebe, das verrate ich auch nicht. Fakt ist, es ist nicht nur ein Tag. Das kann ich euch schon mal sagen. Denn das, was wir alles geplant haben, das geht an einem Tag gar nicht. Er möchte mir etwas zeigen, was wir uns anschauen. Und ich möchte mir etwas anschauen, was auch in der Nähe seiner Stadt ist. Was eigentlich sehr bekannt ist, was ich mir schon immer mal angucken wollte. Und wie gesagt, das ist ein bisschen auseinander und das kannst du an einem Tag nicht schaffen. Darum habe ich gesagt, okay, dann machen wir mehrere Tage. Ich nehme ein bisschen was von mir mit zu ihm, was ich ihm organisiert habe. Er hat schon einiges von mir bekommen. Da mache ich dann auch noch einen Rundgang in seiner Wohnung, was er schon alles von mir bekommen hat. Da wird dann auf jeden Fall die Kinnlade runterfallen, was da alles schön steht. Und das ist alles von mir. Das habe ich alles organisiert. Das ist nicht alles auf meiner Anlage gewesen. Aber es ist vieles in meinem Besitz gewesen. Und davon hat er jetzt halt einiges dastehen. Er hat keine Modellbahnanlage, aber er hat halt das überall in seiner Wohnung verteilt. Ne? Sieht wahrscheinlich aus wie so ein Verkauf jetzt bei ihm. Jetzt nehme ich halt noch was mit und das stellt er sich dann auch dann hin. Ja, so sieht's aus. Und darunter ist dann natürlich auch das, was ich heute mit hatte auf dem Flohmarkt. Das habe ich ihm dann noch als Foto geschickt. Ich sage hier, vielleicht hast du ja noch Interesse. Ja, nehme ich noch mit. Und erledigt. Weg ist es. Der Quietschezug, ja, ob er nun da steht oder ob er bei mir fährt, das hat ja nun der Geithain übernommen. Und deswegen ist es nicht so schlimm. Es war ein Prototyp oder was gesagt, ein Einzelstück, aber letztendlich kommt er ja nicht weg. Ja, steht ja nicht bei ihm. Und wenn ich dann wirklich mal ihn fragen könnte, dass ich Wörter kriege oder Wörter brauche oder was weiß ich, sagt er garantiert nicht, nee. Aber lasst euch überraschen, was dort jetzt schon alles steht. Das kann ich euch sagen, das ist nicht wenig. Ja, gut, das wäre das Thema. Aber da kommt noch mal ein ausführliches Video, wie gesagt, dann am Dienstag eventuell, wo ich das noch mit der Strecke erkläre. Eigentlich brauche ich das nicht. Nee, das brauche ich nicht. Ihr werdet es ja dann sehen, am Mittwoch. Habe ich ja gesagt, 2 Ersatzakkus habe ich organisiert für die Kamera. Eine neue Speicherkarte habe ich organisiert. Allerdings das mit dem Stativ, ja, das war eine Luftnummer. Und wisst ihr, warum es eine Luftnummer war? Weil dieses Stativ einfach keine Stabilität hat. Ich habe ja meine Kamera da drauf montiert und die dünnen Beinchen, also das brauchst du nur anzustupsen, das Teil, der gibt es bald um. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da wirklich das Stativ da am Bahnsteig steht, und da kommt ein Zug vorbeigerauscht, ein Güterzug oder irgendein schneller ICE oder was weiß ich, in der City, da fischt das Ding um. Und das ist es mir nicht wert. Und darum habe ich entschieden, das schaffst du morgen zurück. Kassenzettel liegt auf dem Tisch und 15 Euro sind 15 Euro, Leute. Na? Kann man da noch was zu essen holen davon? Muss man ja nicht diesen Mist da. Also das geht mal gar nicht. Das ist eine Fehlproduktion. Ich habe mir gesagt, oh, schönes kleines Teil. Na? Aber das ist total instabil. Also das tippst du immer an, ja, diese dünnen Bähnchen, die knicken sofort weg oder wackelt wie ein Lämmerschwanz. Aber was willst du erwarten für 15 Euro? Ne? Das ist halt nur ein billiges Stativ. Da musst du dir schon ein richtig teures Stativ holen. Sowas wie ich habe in Kleen. Und dann weißt du, was du zahlst. Ne? Da zahlst du dann bestimmt so an die 30, 40 Euro für ein gutes Stativ. Mit Kurbel und was weiß ich nicht alles. Naja, egal. So. Dann ist noch das Thema Modellbahn und ich hatte ja gesagt, wegen Fahrvideo, testen hier,
die zwei Geiteiner, aber ich muss erstmal verbinden. Und da habe ich mir überlegt, werde ich noch ein kleines Video machen, wie ich versuche jetzt die Kupplung umzubauen, denn ich habe die Dinger noch gar nicht aufgehabt. Ja? Ich habe es versucht aufzumachen, das ist mir nicht gelungen. Von unten geht es nicht. Ich weiß, ich habe einen Waschzettel dazu. Das Gehäuse lässt sich wohl ganz leicht lösen, so wie es in der Anleitung steht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und dann muss man irgendwie was vorne an Schrauben lösen, dass die komplette Einheit rausgeht. Und dann setzt man die andere Kupplung irgendwie ein. Und das wollte ich halt mal euch zeigen. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich weiß, das wird immer schlimmer. Habe ich schon gemerkt. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und wenn das dann erledigt ist, ja, dann lasse ich schon mal über den Berg fahren. Doppeltraktion, ob das klappt oder ob es entgleist. Ich hatte euch ja gesagt, wenn die zu weit ausschlagen, gehe ich mal davon aus, dass der zweite rausgerissen wird aus dem Gleis. Das wird mit Sicherheit passieren. Also ich denke mal, die Kurve da oben hier, Richtung Berg hoch, das wird nicht klappen. Dann kannst du natürlich nochmal die fahren lassen hier, die neue. Vielleicht auch zusammen mit der. Schönen Güterzug zusammenbasteln, aber ich glaube, das war keine Güterzuglok. Ich weiß es nicht genau. Na, mal gucken. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, und alles andere werde ich dann am Mittwoch sehen, wenn es dann bei Zeiten losgeht. Da werde ich natürlich wieder anfangen, auf dem Bahnhof zu filmen. Ein bisschen von der Fahrt. Diesmal habe ich ja genug Saft dabei. Habe ich ja genug Saft für die Kamera dabei. Die Action-Cam nehme ich natürlich nicht mit. Aber die zwei Akkus reichen aus. Die Speicherkarten reichen aus. Und da kann ich auch mal ein Stückchen von der Strecke filmen, was ihr noch nicht gesehen habt. Den Abschnitt kenne ich ja gar nicht. Ich bin ja schon bis fast nach Cottbus gekommen. Das wisst ihr ja. Ja, ich mache hier diese Tour gemacht habe, wo ich tatsächlich im Bahnhof mit P war, so irgendwas, ich habe es schon vergessen. Wenn ich dann durchfahre, dann sehen wir, was ich meine. Da steht ein großer Personenwagen ausgestellt da und bis dahin bin ich ja schon gekommen. Und ein Stückchen weiter wäre es dann schon in Cottbus gewesen. Ja, diesmal fahre ich aber noch weiter. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, ob alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich denke mal nicht. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man sich auf was freut und wenn man hofft, dass alles klappt, dann geht alles schief. Ja, es wäre natürlich blöd, wenn ich nicht mit meinem Fahrrad in den Zug reinkomme, weil das überfüllt ist und ich muss dann den Zug später fahren oder, keine Ahnung, jumpen, also ist mit dem Fahrrad zum nächsten Abschnitt und so weiter. Das möchte ich natürlich nicht. Weil das kriegt mir den Namen, dass es alles klappt am Mittwoch. Ah, da haben wir noch was. Könnt ihr euch erinnern, dass ich mich aufgeregt habe wegen meiner, also ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich hatte Angst vor meiner Betriebskostenabrechnung. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja? Tja. Die habe ich heute aus dem Briefkasten geholt. Und dachte mir, lässt es zu oder guckst du nach? Ich habe nachgeguckt. Und das ist mir bei den Kinnleiter runtergefallen. Schon wieder. Was? Echt? Okay. Ich kriege eine Nachzahlung. Ist das nicht geil? Ich habe mir so eine Sorgen gemacht um diese Betriebskostenabrechnung, wenn die kommen. Ja, wahrscheinlich der nächste, die wird wahrscheinlich dann hier böse sein. Aber die jetzige, ja, bis zum letzten Tag von 2021, da wollen wir mal nachgucken. Also vom vorigen Jahr habe ich ein riesiges Guthaben bekommen. Das hätte ich nicht erwartet. Und da ich aber keine Schulden mehr bei meiner Vermieter, dann lasse ich mir das einfach auszahlen. Ne? Und das wird dann schon genommen fürs Elektrobike. Als Anzahlung, was weiß ich, nein, ich werde davon keine Modellbahn mehr kaufen, da könnte ich mir wahrscheinlich zwei Züge davon holen, zwei ganz neue. Aber das kommt nicht in Frage. Das Geld hebe ich auf für schlechte Zeiten und die können schnell kommen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Da ist mir echt wirklich die Kinder drunter gefallen. Ich dachte mir, wow, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber es ist halt die alte. Die neue wird mit Sicherheit kein Plus sein. Mit Sicherheit nicht. Und ihr wisst auch ganz genau warum. Sonst wäre sie nicht angekündigt worden.
dass die Betriebskostenabrechnung höher wird dieses Jahr. Ja, da bin ich mir sicher. Aber es macht nichts. Können Sie zum Beispiel jetzt zum Vermieter sagen, wissen Sie was, behalten Sie die Kohle und dann durch die nächste Betriebskostenabrechnung, wenn die jetzt, sagen wir mal, über 600 Euro im Plus ist, Minus ist, sagen, hier, komm, pst, dann ist das gleich hinter dir. Aber nee, bis dahin kann viel passieren. Und wie man so schön sagt, dann fließt viel Wasser in den Fluss hinunter. Da kann alles Mögliche bis dahin passieren. Vielleicht gewinne ich auch mal irgendwas, oder ich kriege irgendwas geerbt. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Das wäre jetzt einfach sinnlos. Dann nehme ich nur das Geld, lass mir das auszahlen und ja, Elektrofahrrad anzahlen, was weiß ich. Oder neuer Fernseher. Ja, der ist nämlich fällig. Und den werde ich mir wahrscheinlich gönnen. Einen neuen Fernseher. Und neue Botten. Brauche ich auch. Na, gucken wir mal, was ich mir davon hole. Auf jeden Fall eine schöne Guthabe. Große Guthabe. Habe ich nie erwartet. Also ich freue mich wirklich, dass das so viel ist. Dann werde ich auf jeden Fall am Montag gleich meinen Vermieter anrufen und sagen, hier, ab aufs Konto damit. Ja, da habe ich mir verdient. Man muss auch mal Glück haben im Leben, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich baue die Kamera um und wird nicht mehr lange rumgefaselt und dann wollen wir mal probieren, die beiden Guideliner miteinander zu verbinden. Am besten mit Magnetkupplung. Mir ist leider ein Fehler passiert. Die beiden Panoramawagen, die ich jetzt abgegeben habe, ja, da waren die Magnetkupplungen noch dran. Guten Morgen, Jens. Habe ich vergessen abzumachen. Aber dann nehme ich es mal woanders her, denn ich möchte die beiden mit Magnetkupplung versuchen zu verbinden. Wenn das nicht klappt, mache ich die normale Originalstange rein mit den Ösen. Ja? Und wenn das nicht klappt, dann kommt die lange Stange rein. Ja? Die zu langen Stangen von Max, die er mir damals ausgedruckt hat, wo er sich ein bisschen vermessen hat. Die sind ganz praktisch. Und damit wird es dann gehen. Hat der Zug dann zwar so einen hohen Abstand, aber wenigstens kann er dann im Berg hochfahren. Gut, bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Und in der Zwischenzeit habe ich die Anlage gereinigt. Ja, so dass man wenigstens mal ein bisschen was fahren lassen kann. Aber Doppeltraktion 119 wird leider nichts. Wisst ihr warum? Ich zeige es euch. Die 119 ist nämlich total schaden. Ja, das kann schon mal passieren, dass man auf die Presse fällt. Ne? Wenn man auf dem Flohmarkt kauft, kauft man meistens zweimal. Man kann aber Glück haben, ne? Wie mit der 100, noch was. Also mit der roten. Ja, egal. Bin jetzt ein bisschen sauer, sage ich mal, weil das konnte man nicht sehen. Also, wir haben die Rester von der Lok. Die Rester. Einmal das. Ja. Das Gehäuse sieht noch ganz gut aus. Kann man dann als Dummy umbauen, hast du gedacht, nee, das geht auch nicht. Weil das würde nämlich keine Lok schaffen, den zu ziehen. Den Dummy. Nein, das ist noch mehr kaputt. Tra-tra! Fangen wir doch mal an. Zuerst haben wir die scheiß Plastehülsen. Ja, die kennt ihr ja, ne? Diesen Mist. Was ich gesagt habe, die leiern so schön aus, ne? Ja, aber das ist nicht alles. Denn die habe ich ersetzt mit Kabelisolationsplastik. Das hat ganz gut geklappt, aber die Lok fährt trotzdem nicht. Weil hier die Drehgestelle sind total feste. Hier geht nichts mehr. Hier, guck mal da, alle feste. Ja, das schafft kein Motor, das zu bewegen. So wie zum Thema Dummy. Ne? Ja, ich würde mal sagen, Zahnradschaden. Ja, da bewegt sich fast nichts. Da kann ich machen, was ich will hier. Total fest, nichts mehr, kaputt. Und das gleiche hier. Ne? Hier, lässt sich nicht mehr bewegen. Und dasselbe auch hier. Nee, geht nicht mehr. Schrott! Schön, ne? Habe ich mir noch eine Lok andrehen lassen von einer schönen Schweizer Kato-Lok, die nichts mehr wert ist. Oder sag mal so, zum Hinstellen. Ne? André, bring ich dir mit? Nützt mir nichts mehr. Schade. Gut,
Also wieder in die Schachtel. Der ganze Strotz hier, die ganze Mist hier, das geht auch kaputt. Ach, um Gottes Willen. Ja, wenn die immer kaputt sind, dann sind sie kaputt. Ne? Dann sind sie wirklich kaputt. Dann kannst du die auch nicht mehr retten. Lohnt sich also nur noch zum Windstein. Komm, nichts machen. Das konnte man nicht sehen. Ne? Das konnte man echt nicht sehen. Aber jetzt kommen wir zu den beiden Geitheiner. Wie liegen sie schon? Ich habe sie schon getestet. Alle beide einzeln. Schnorren schön über die Anlage. Klappt wunderbar. Aber machen sie denn das auch im Verband? Das werden wir jetzt sehen. Zuerst mal probieren wir so Dinge aufzumachen. Also das Licht müssen wir glaube ich ausmachen hier. Weil ich glaube das blendet ein bisschen. Also mich blendet es zumindest. In der Anleitung steht drin. Moment. Das soll er noch begreifen. Ja. Das soll er noch begreifen. Ja. Soll ich das anfassen oder was hier? Hä? Ja, ich mache das jetzt genau wie auf dem Bild. So. Ha? Nee, ich weiß, was gemeint ist. Ich bin nicht blöd, ich weiß doch, was gemeint ist. So, kommen wir was mal zu den Kupplungen. Das hatte ich ja schon erklärt, dass das verschiedene Kupplungen sind. Schnipp, schnapp. Geht natürlich wieder nicht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen... ich bin ein bisschen geladen jetzt, weil die Lok, die 119, hat mich, wie gesagt, eine Schweizer Lok gekostet. Ich gehe davon aus, derjenige hat es nicht gesehen, hoffentlich, oder er hat es gewusst und hat mich bewusst über den Tisch gezogen. Aber das glaube ich nicht, weil der halt wirklich keine Ahnung hat. So, jetzt kommen wir mal hier raus hier mit dem Mister. So, da haben wir nämlich zum Beispiel diese Stange hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich nehme mal hier die Mixetta, die kann man dazwischen hängen. Ja, die Stange hier. So. Und die Stange wird wiederum eingehängt in diese Teile. Das machen wir so. Na? Seht, auf der einen Seite ist NEM-Kupplungsaufnahme oder ein Clip. Plastik und auf der anderen Seite eine Öse. Und die Öse wiederum, die kommt hier rein. Also sprich, das Ding hier, dieses komische Konstrukt, hängst du dann sozusagen hier ein. Ich mache das jetzt mal nicht. Und dann ist der Zug miteinander verbunden, aber wie gesagt, du musst halt das vorher einbauen hier. Das ist dann eine Kupplungsschachtaufnahme. So, und sieht das aus auf der einen Seite. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und auf der anderen Seite haben wir ja dieses Konstrukt, wo es dann in den Triebzug eingebaut wird. Da? Ja. So. Meine Aufgabe ist es nun, erstmal so eine Kiste aufzumachen. Und dann ist meine Idee, mit den zwei Magnetkupplungen, die ich hier habe, das erstmal mit Magnetkupplung zu probieren, vom Abstand her. Passt der hier rein? Zack. Na? Magnetkupplung ist drin und das Konstrukt kommt dann sozusagen in den Triebzug rein. Aber bevor das passiert, wie gesagt, müssen wir die Karre erstmal aufmachen. Räumen wir das mal alles zur Seite. Ich vermute aber, das wird nicht gehen über den Berg, weil, wie gesagt, er schlägt ein wenig aus und dann wird er wahrscheinlich den zweiten Wagen aus die Gleise schieben. Wegen meiner Kurven, ne? Also, die hier auf den Berg geht. Ich vermute mal, es geht so, dass man hier an der Seite reingreift. Irgendwie. Aha. Okay. Aha. Was ist da? Nicht nur alle Fingernägel abknabbeln, Jens. Wenn du noch welche übrig lässt, dann geht es am besten. Besser als mit dem Kartermesser. Ah, okay. Das geht ja ganz einfach. Och, ist ja schon offen. Oder auch nicht. Doch, das war's. Schön offen. Ja, das ging ja einfach. Wupp, offen. Und, mit Schnittstelle. Ja, da, kann man sehen, die Brücke. Next, oder wie das Ding heißt. Habe ich auch noch zwei solche Brücken da.
Gut, und jetzt muss die Kupplung hier, die hier, die Schnipsgummi, na du, du, die muss raus. Aber ich mache das halt nur auf einer Seite, weil ich die Triebzüge will ich so verbinden. Da muss ich mal gucken, ob ich das so richtig rum dann mache. Dass die zweite Klasse, erste Klasse, dass die beiden Antriebseinheiten hinten sind. Na? Hat ja bloß auf einer Seite einen Antrieb. Und wenn ich den nämlich andersrum hochfahren lasse im Berg, dein Kleister. Mhm. Und deswegen denke ich mal, dass die beide so in die Richtung, wo die erste Klasse, zweite Klasse ist, müssen die dann halt miteinander verbunden werden. Das heißt, ich muss auf der Seite jetzt hier versuchen, die Kupplung rauszufummeln. Mit meinen Augen wird das bestimmt sehr, sehr gut. Ach du Schande. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich tue mal noch ein Stückchen ran. Ich glaube, ich muss die andere Funzel ausschalten hier. Das war nicht der. Blendet es ja, der Mist. Also, das ist jetzt der Antrieb. Das ist das. Wenn der zweite dann hier hinten dran kommt, muss das hier weg. So. Das ist ja blöd gemacht. Soll ich denn da rankommen? Ich mache einfach mal. Also ich habe ja nicht schon viele Wuppens auseinandergenommen, da wird es wohl kein Problem sein, schon einen Triebzug auseinanderzunehmen. So, zwei Schrauben sind weg. Die lege ich mal das hier her. Das geht das Ding bestimmt raus. Aha, okay. Ja, aber die Kupplung geht nicht raus. Ah, okay, ja. Jetzt muss ich aufpassen mit einer Feder, bestimmt. Jetzt bestimmt wieder eine Feder irgendwo versteckt. Ach du Scheiße. Nicht so ein Scheißteil. Nein, nicht so eine Scheißfeder. Es ist natürlich so ein bisschen, ja, ihr wisst schon, wie an den Güterwagen und an den Personenwagen. Diese hässlichen Scheiß, nee, ist ein anderer. Das ist ein anderer. Hier ist noch eine Öse in der Mitte. Oh, das kann man kaum bestimmt erkennen. Können das erkennen? Da ist noch eine Öse in der Mitte, dass die Feder genau in der Mitte bleibt. Alter, ist das fies. Alter, ist das fies. Ach du Scheiße. Das kriege ich doch nie wieder zusammen, das Teil. Ach Gott, ey, da habe ich mal was eingebrockt. Das kriege ich nicht ab. Die Feder ist hier auch fest installiert. Die lässt sich nicht entfernen. Na klasse. Ach du, grüne Neune. Mann, oh Mann, oh Mann, wie baut man so Scheiße hier? Scheiße. Hä? Das verstehe ich nicht. Moment mal. Jetzt bin ich überfragt. Das ist doch eine Kupplung. Verstehe ich nicht. Das hält doch gar nicht. Das fällt ja raus. Nee, das kann nicht stimmen. Also Leute, ich bin ein bisschen überfragt, weil hier. Seht ihr, das ist eine Öse, ja? Das ist eine Öse. Wenn man es erkennen kann. Und da hängt die Feder dran. Die lässt sich auch nicht entfernen. Hier ist ein Stift. Wo es drin hängen bleibt. Aber hier ist ein Loch. Seht ihr das? Na, stell scharf. Stell scharf. Scharf stellen. Seht ihr es?
Wie soll das gehen? Machen wir das. Hier ist die Feder. Ja, und hier ist eine Öse. Wollen Sie mich verarschen? Ja, das ist live, ne? Live dabei. Das verstehe ich nicht. Es ist so nichts anderes dabei. Es ist hier nichts anderes dabei. Habe ich etwas Falsches genommen? Ist es vielleicht das hier? Vielleicht das? Ja, aber da ist ja keine Feder dabei. Das verstehe ich nicht. Holy shit, Frau Schmidt. Ja, ihr seht es mal hier live. Jens in Verzweiflung. Weil ich diese blöde Feder hier nicht umbauen kann. Ich muss die ja so. Ey, das ist mir meine Ohren absolut tödlich, was ich hier mache. Da ist mir ja das eingebrockt hier. So, dann. Das fällt doch raus. Das fällt doch raus, die Scheiße. Nee, das kriege ich nicht hin. Bei aller Liebe, Leute, das ist nicht für mich hier. Das ist weg. Weg war sie. Wo ist sie hin, die Scheißfeder, Alter? So, die ist weg. So viel zum Thema Umbau der Kupplung. Das ist viel zu kleines Gefummel hier. Also das kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Das Problem ist jetzt, dass die Feder fehlt. Und jetzt hält das nicht mehr. Was für eine beschissene Konstruktion. Ich mach das jetzt ohne Feder rein. Mäßiger rein. So, bleibt die Feder weg. Juckt mich jetzt nicht. Lass mich doch nicht provozieren von so einem blöden Mist hier. Muss mal gucken, wie rum das reinkommt. Ah, nee, ach, so eine beknackte Konstruktion. So. Das Ding ist drinnen. Baumelt ein bisschen hin und her wie so ein Lämmerschwanz, aber da kommt ja eh eine Magnetkupplung dran. Also ist das nicht so wild. Ne? Dann muss das Ding wieder reingesteckt werden. Also die Feder ist fort. Feder ist einfach weg. So, kann das Ding wieder rein. Also, das ist absolut nichts mehr für mich hier. Für meine Augen nicht mehr ertragbar hier. Das ist absolut für meine Augen nicht mehr ertragbar. So, das war drinnen. Und jetzt muss das Ding wieder dran. Da steht dran RB 113 Bad Lausick. Hä? Steht einfach nach Geithain. Da steht der Bad Lausick, da steht Bad Lausick drin. Wisst ihr, was ihr erkennen könnt? Man muss erkennen. Bad Lausick. Hör nicht nach Geithain, Bad Lausick ist doch dazwischen. Was habt ihr denn da noch einen Scheiß zusammengefummelt hier? Wenn wenigstens Leipzig drinstehen würde. Na gut, okay. Das nehmen wir jetzt mal so hin. So, gut. Können wir kleine Figur reinsetzen? Nee, machen wir nicht. Ich habe sowieso nicht mehr mit reinsetzen können. Und das siehst du eh nicht. Also, bei dem siehst du es wirklich nicht. Ich denke mal, das bringt nichts. So, dann kommt hier ein bisschen Schrauben oder nein. So. Das ist ja ein Ding, da steht Bad Lausick dran. Was ist denn an dem anderen, das selber dran steht? Da bin ich gespannt. Nicht, dass an dem anderen Geithain dran steht. Da muss ja den einen nochmal abkoppeln. Um auf den Berg und den anderen runterfahren lassen.
nee, Alter. Gut, wenigstens stimmt RB 113. Das stimmt. Das haben sie richtig gemacht. Aber wie soll sie da Bad Lausick dran geschrieben haben, obwohl er nach Geith reinfahren soll? Ja, vielleicht ist die Strecke gesperrt. Das verstehe ich auch nicht. Aber sieht man ja eh nicht, weil es die Seite ist, wo jetzt hier, ne? An die Seite kommt ja der andere dran. So, und da müsste man jetzt einfach dieses Teil dran stecken hier. Ne? So, klick. Mal gucken, ob es hält. Ja, baumelt zwar rum wie ein Lämmerschwanz. Ne? Aber ist egal, ne? Vielleicht sogar besser, wenn sie ein bisschen rumbaumelt. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. So, okay. Dann machen wir mal hier das Gehäuse wieder drauf. Die fährt das natürlich fort. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Ja, kann ich nicht vorstellen, wie klein die war. Also das war eine Feder. Ah, ich habe sie gefunden. Ist das, glaube ich, ja? Ist denn das? Ach du Scheiße. Ja, aber ich lasse die jetzt draußen. Ne, machen wir nicht wieder rein. Nein. Okay. Machen wir den Gasten mal wieder zu hier. Halt, haben wir schon? Nee, nee, stimmt schon. Hatte gesagt, erste und zweite Klasse hinten. Dann stimmt das schon. Wenn wir das mal zukriegen können. Richtig rum? Müsste eigentlich richtig rum sein, ne? Oder habe ich das falsch rum jetzt drauf gemacht? Warte mal. Muss er jetzt mal noch die Brille absetzen. Ja, okay. Geist ist falsch rum. Dann ist halt die erste und zweite Klasse hinten, vorne. Das ist jetzt scheißegal. So und drauf. Ich dachte, das ist egal. Ist es nicht. Sag mal. So, damit ist der erste umgerüstet. Steht da auch Bad Lausick drin? Das kann man auch nicht erkennen. Da steht auch Bad Lausick auf der anderen Seite. So, jetzt guck mal, was hier dran steht. Bad Lausick. Ja, muss ich nicht verstehen. Ist okay, es ist okay. Da fährt er halt nur bis Bad Lausick. So, also, das ist jetzt der, der umgerüstet wurde. Und jetzt haben wir den, der umgerüstet werden muss. Das heißt, also auf dieser Seite muss jetzt hier die Gubelung umgebaut werden. Und ich bin mir sicher, die Feder geht wieder verloren. So schlimm ist das nicht. Also, wenn sie weg ist, ist sie weg. Die Hauptsache ist, dass es eben nicht zu Beeinträchtigungen bei der Fahrt kommt. Das bezweifle ich aber ganz stark. Weil normalerweise ist eine Schaufenberg- oder Scharfenberg-Kupplung dran. Nämlich hier dieser komische Stubitz da. So. Okay. Also muss das jetzt hier geändert werden. Da ist es geändert und jetzt muss es hier geändert werden. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ist relativ einfach. Hier haben wir sogar mehr Platz. Guck an. Lässt sich einfacher rausschrauben. Wahrscheinlich, weil hier die Platine nicht so weit rüber ragt. Und dann lässt sich das ja einfacher ausbauen. So. Zack. Und da steht dran. Bad Lausick. Okay. Dann kommt das Licht weg. Das machen wir ein Stückchen rüber. Und dann machen wir das Teil raus hier. Zack. Dann die Kupplung mitsamt der Feder.
Ich würde sagen, die Feder lasse ich leider dran. Ja. Dann mache ich die Feder nämlich dann hier wieder dran, bei dem Teil, was ich gewechselt habe, weil da klippt die nämlich ein. Also da ist wie so ein Widerstand, die kann da nicht rausfallen. Na, hier. Ist fester. Bei dem anderen Teil, was ich jetzt gerade eingebaut habe, da war der Widerstand nicht. Und deswegen ist er wieder rausgefallen. Gut. Dann nehme ich mir die Feder jetzt nochmal. Ich versuche es einfach nochmal. Ne? Ja. Brille wieder absetzen. Aber diesmal nehme ich mir die Kassettenhülle. Da liegt schon die andere Kupplung. So. Da liegt die Feder. Dann guck mal, wo das Teil ist, was ich gerade ausgebaut habe. Da ist es. Scharfenbergkupplung. Und das sieht man ganz deutlich. Da ist eine Nase, wo die Feder hält. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie reinkriege. Ach du Scheiße. Nee, vergiss es. Die kriege ich nicht mehr rein. Ich hab's aber noch in der Hand. Ich hab's noch in der Hand. Nee, vergiss es. Also das ist von meinen Augen absolut nichts mehr. Da brauchst du eine Lupe hier. Alter. Nee, vergiss es. Das wird nicht mehr. Die kriege ich nicht mehr rein. Ne? Ne, vergiss es. Ich lasse es. Geht nicht. Also diese Mini-Feder hier, die kannst du vergessen. So, Feierabend. Kriegst du nicht wieder rein. Das ist für meine Augen wirklich nichts mehr. Aber wie gesagt, wir brauchen die Feder nicht. Das geht auch so. Es darf bloß nicht das falsche Teil einbauen. Das war glaube ich das. Ja, genau, das war's. Da bin ich aber mal gespannt, ob die zwei jetzt zusammen kombinieren. Ohne 10 Gleisen. Zack. Ich sage mal, es geht nicht. Aber es ist nicht so schlimm, wie gesagt, ich kann ja dann die lange Kupplung einbauen und dann geht es auch. Das war's schon. Gut, dann die Beleuchtungseinheit wieder einsetzen. Also ich merke schon ganz deutlich, dass meine Augen das nicht mehr wollen. Ne? Die sagen ganz klar, nee, dann machen wir nicht mehr mit. So, okay. Ne, ich muss mal die Pumpe absetzen. Tja, da hast du wohl die Spur wechseln müssen, Jens. Mhm. Alter Schwede, ey. Ja, so ist das halt, wenn man alt wird. Da geht dann nicht mehr hier mit solchen Fummeleien, das ganze Knicken, Alter. Ist vorbei. Gib's auf, Jens, gib's auf. Das wird nicht mehr mit basteln. Aber ich gebe nicht auf. Ne, zack, drinnen. Also das ging gerade noch so. Aber das mit der Feder, wie gesagt,
Keine Chance. Keine Chance. So. Gut. Tun wir nochmal hier. Alles klar, das passt. Das andere vorne und das hinten. Dann muss das so. So. Gut. Also das ging relativ fix mit dem Kupplungsumbau. Allerdings, wie gesagt, diese Feder, ja, gut, retten wir es doch mal. Habe ich das wieder falsch drauf gemacht? Habe ich das wieder falsch drauf gemacht? Ich habe es ja wieder falsch drauf gemacht. Einmal schon haben wir Scheiße, Scheiße, hier da. Ist wieder falsch rum. Oh. So, jetzt aber. So. Was ich noch festgestellt habe, die Motoren werden sehr warm. Ja, wahrscheinlich fahre ich zu schnell. Aber so schnell bin ich gar nicht gefahren. Eine normale Geschwindigkeit, aber das ist ja bei Spur 1 ist das ja immer relativ, ne? Das wisst ihr. Da muss man ja wirklich ganz genau drauf achten, wenn man digital fährt, da kann man ja die Geschwindigkeit einstellen und sieht man ja dann auch, wie schnell der dann in echt fährt. So, und so sieht das Ganze dann aus, ne? Gut, so. Und jetzt probieren wir als erstes diese NEM-Kupplung. Ach, mit dieser Stange zu verbinden. So, da haben wir hier die Öse. Die Öse kommt hier rein. Dasselbe überhaupt nicht. Was ist denn das? Hä? Das hält nicht. Es ist die Nase weggebrochen. Na klasse. Herr Öff, ey. Komm, vergiss es. Wir machen das wie früher. Oder wir machen das, wie ich es geplant habe. Nämlich, ja, ihr könnt es euch schon denken. Tada. Das ist die einfachste Lösung, ne? Genau. Wenn dann nämlich die Züge wirklich unterschiedlich schnell sind, dann kann uns nichts passieren, wenn die Kupplung fest verbunden ist. So. Tada. Wo? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Zeig die Kamera. Da. Pop. Ne? Magnetkupplung. Und das probieren wir jetzt mal aus. Gut. Also, diese Konstruktion hier mit den Nasen. Nochmal rauszoomen. So, mal. Also, diese Konstruktion mit den Nasen ist Nonsens. Ne? Richtiger Nonsens, weil diese blöde Brücke hier, die hält gar nicht. Die hält überhaupt nicht. Weiß nicht, wie das funktionieren soll hier, wenn ich es hier versuche einzuklippen. Sind ja gleich bei der ersten Verbindergeschichte die Nasen weggebrochen. Ganz toll. Vergesst es. Also ich habe es jetzt so gelöst. Bap. Ne? Gut. So. Dann werde ich jetzt mal die Kamera ausmachen. Habe ich so lange genug probiert und gefummelt und gemerkt. Und dann zeige ich euch mal, ob das klappt über den Berg oder nicht. Ja, Freunde, da stehen sie, die beiden Geithainer, die nur bis Bad Lausitz fahren. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Die Verbindung klappt gut, aber ich bin da nicht ganz zufrieden, was die Kupplungsgeschichte angeht, weil ich habe es schon befürchtet, die Kurve. Und die Kurve, die mag gar nicht in Doppeltraktion. Aber es geht, ne? Ist aber sehr, sehr grenzwertig. Da habe ich mir gedacht, dann lassen wir jetzt mal rausfahren. Und auf dem Innenkreis, da fährt der IC. Ne? Das wird jetzt mal ganz, ganz spontan hier, ganz spontan. Also den lassen wir jetzt erstmal außen rumfahren. Wir wollen erstmal testen, ob es klappt. Ne? Außen rum. Ja, die IC ist ein bisschen schnell unterwegs. Das ist ja bloß ein Bummelzug, ne? Darf man nicht vergessen. So, den Gleister jetzt nicht. Vorperfekt. Na, na.
Nö, klappt. Ja, das ist einfach mal spontan. Ich mache noch ein richtiges Fahrvideo am Montag oder am Dienstag. Mal gucken. Aber das ist erstmal bloß so, ja. Ein einfaches halt. So, inzwischen kommt der Walfisch an. Ah, jetzt müssen wir am Berg fahren. Sehr schön langsam. So, und jetzt passt mal auf, wenn die so hochfahren. Dann seht ihr dann, Achtung. Da. Achtung. Ja, hast du gesehen? Jetzt hat es zwei Leute vom Sitz gerissen. Aber das ist die einzige Stelle, wo das passiert. Ansonsten fahren die beiden ganz gut miteinander zusammen. Lassen wir uns gleich nochmal ein paar fahren. Ja, wir halten heute nicht, wir fahren einfach durch. Also die Magnetkupplungsgeschichte klappt gut. Und ich habe ja nur gedacht, dass der eine rausgezogen wird, aber das liegt an der Kurve. Ja, jetzt soll er bitte schneller fahren, ich muss nämlich gleich über die Kreuzung. Ich muss die Weiche stellen. Sonst fährt er nämlich auch auf den Innenkreis. Jetzt packt er, komm. Ja. Alles klappt ganz gut, bis auf die eine Stelle, was ihr gerade gesehen habt. Entgleist nicht, aber kippt halt an. Und im vollständigen Fahrvideo lasse ich natürlich dann auch so fahren. Achtung nochmal. Ja. Stopp. Ganz kurz wurde angekippt. Rückwärts übrigens nicht. Na, wenn ich einen anderen schon hochfahren lasse, passiert das nicht. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Und dass die Federn fehlen, stört gar nicht. Oh, jetzt ist was im Gleis. Ja, das war dann wohl doch etwas zu viel des Guten. Er ist zu schnell gefahren. Das kann schon mal passieren. Ich höre den IC jetzt erst nochmal das Hauptgleis, also hier vor, nehme den Lok raus und dann zeige ich euch das nochmal mit hin. Man sollte ja nicht so schnell im Innenkreis fahren, ne? Ihr wisst ja selber, wie das ist. Sehr gut. Nehmen wir die mal raus, zack. Dann müssen wir hier ein bisschen schneller fahren. Ich muss ehrlich sagen, die werden ganz schön warm, die Motoren von den zwei guten hier. Ja, keine Probleme, aber hier die Stelle. Ja, da hackt er ganz kurz. Andersrum übrigens klappt es gut. Und die bleiben auch zusammen, ne? Gehen schon auseinander. So, hier nochmal die Kupplungsgeschichte. Ja, da, mir fehlen ja nur die Federn, das habt ihr ja noch mitgekriegt, dass ich die nicht eingebaut habe. Aber das stört überhaupt nicht. Moment mal, warte mal. Ich mache nur mal kurz aus. Na Freunde, ich habe da noch nicht was festgestellt. Ich muss den nochmal auseinandernehmen. Guckt mal. Das ist der Grund, warum das Ding verhaken tut. Ja, das hat also nicht mit der Kurve zu tun. Das Ding ist richtig drin. Ja. Da verhakt sich das hier, klemmt. Und dann ist ja wohl klar, warum der angehoben wird. Denn hier ist es nicht. Da ist es nicht. Da muss ich schon mal auseinandernehmen. Gut, aber ich würde sagen, das war es erst einmal. Jetzt habt ihr gesehen, das funktioniert gut mit den Kupplungen. Ich habe bloß den Innen anscheinend nicht richtig zusammengebaut oder dieses Teil ist nicht richtig drin. Das gucke ich jetzt nochmal nach. Und da würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch.
Das war jetzt ganz spontan die Geschichte jetzt hier mit den Auseinanderbauen und mit der Kupplungsgeschichte. Bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, entweder wird morgen noch ein Fahrvideo entstehen oder am Dienstag dann. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal eher Montag. Montagabend so. Gut, mit den Worten bin ich jetzt erstmal weg. Und ja, wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Ja, Sonntagabend. Tschüss. Das war enger, meine Freunde. Gut, jetzt haben wir geschafft. Naja. Also, die läuft auch wieder. War ein bisschen langsam, aber sie läuft.